Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge geht es wieder um Videoschnitt und zwar zeige ich euch, wie ihr in Premiere Pro CC eine Multicam-Session erstellen könnt. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, bevor wir starten können mit dem Erstellen eines Multicam-Clips, müssen wir natürlich zuerst hier mal die drei Kameras importieren. Hier die Canon, die Sony Alpha 7R und die Sony 6300. Dann habe ich hier zusätzlich, da die Canon-Kamera hier jeweils immer nach einer gewissen Weile ein neues File erstellt, habe ich hier diese drei Files, die mir den ersten Teil von dieser Sequenz ergeben, einen Teil 1 erstellt, eine Sequenz mit dem Teil 1. Ebenfalls hier in der Sony Alpha habe ich hier einen Meisterin 0 erstellt, in dem die ganze Sequenz hier drin ist. Und bei der Sony 6300, da müssen wir die Clips einzeln verwenden, da dazwischen drin Pausen sind, wo die Kamera nicht alles aufgezeichnet hat. Wir starten, indem ich hier mal den Teil 1 markiere und die Command-Taste drücke auf dem Mac. Und dann den Stream 0 markiere und zu guter Letzt noch die drei Clips hier 1, 2 und 3 markiere. Dann gehe ich hier oben auf Clip, Multikamera Quellsequenz erstellen. Dann kann ich hier auswählen, wie die Sequenz heißen soll. Wir nennen das jetzt mal Teil 1a Multikamera. Dann kann ich hier auswählen, welcher Audiokanal oder ob ich hier In- und Out-Points habe, die synchronisiert werden sollen. Wir nehmen hier den Audio und zwar den Spurkanal 1. Dann wollen wir das hier nicht angehakt haben, indem wir die Quellclips sollen dort verbleiben und nicht in einen Ordner bearbeitete Clips verschieben. Beim Audio wollen wir alle Kameras haben. Und als Vorgabe für die Audio ist automatisch und die Kameras sollen nummeriert werden. Wenn ich das gemacht habe, klicke ich hier auf OK und Premiere sucht mir dann anhand der Audiospur die Clips so zusammen, dass sie dann genau aufeinander passen. Ja, das Ganze kann dauern, je nachdem wie komplex diese Files sind. Wenn die Multikamera-Sequenz hier erstellt worden ist, können wir hier die Ordner der drei Kameras schließen. Und ich habe jetzt hier einen Quellclip Multikamera 1. Nun klicken wir hier rechts drauf und erstellen hier neue Sequenz aus Clip. Dann wird mir hier ein neuer Clip erstellt mit allen Audiospuren. Wir schauen nun mal, welches die richtige Audiospur ist, die wir nehmen wollen. Wir machen das mal hier etwas kleiner und dann sehen wir, dass das sehr wahrscheinlich diese unterste Spur hier ist. Also schalten wir diese hier aus, diese hier und diese wollen wir verwenden. Und diese beiden hier sind auch Spuren, die den Ton erst später bringen. Als nächstes müssen wir uns hier unten die Multicam-Ansicht einschalten. Wir klicken hier drauf. Wenn ihr dieses Icon nicht habt, dann müsst ihr hier auf diese Plus-Schaltfläche klicken und dann hier diese Multikamera-Sequenz ein aus dieses Menü, dieses Icon hier nehmen und einfach hier nach unten ziehen. Ich breche das mal hier ab und dann sehen wir dann gleich hier, wann hier diese dritte Kamera kommt. Also hier kommt die dritte Kamera. So, hier ist nun die dritte Kamera drin. Also kann ich mir hier einen Schnitt machen. So. Und den vorderen Teil hier löschen. Weil das hier ist die Synchronisation der drei Kameras. Löschen und Lücke schließen.
So, und nun haben wir hier einen kompletten Multikamera-Clip erstellt, den wir nun hier oben, indem wir die Leertaste drücken, synchronisieren können. Ich schalte hier auch mal den Ton aus, damit das man nämlich hier noch versteht. So, dann starte ich hier. Und wir wollen jetzt hier das hier haben. Das hier ist rot. Indem ich hier drauf geklickt habe. Mit der Leertaste läuft das weiter. Und jetzt öffnet sich der Vorhang. Schön synchron. Und ich will jetzt auf dieses hier wechseln. Und wir lassen das weiterlaufen. Und wenn ich dann stoppen will, drücke ich wieder die Leertaste. So. Und ihr seht dann hier, schon ist der Schnitt hier erfolgt. Ihr seht jetzt hier die Schnitte, ich kann das hier etwas größer machen. Hier sind jetzt die einzelnen Schnitte bereits von einer Kamera zur anderen erfolgt. So kann ich dann das ganze Video durchschneiden und immer hier oben wechseln und mit der Leertaste die Play-Funktion starten oder stoppen. Ja Leute, so viel zum Thema Multicam Session in Adobe Premiere Pro CC. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, postet sie mir doch unten in die Kommentare. Vergesst nicht, hier oben meinen Kanal zu abonnieren und wenn euch das Video gefallen hat, teilt es doch mit euren Freunden. Wir sehen uns dann sicher wieder in einer Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und seid wie immer kreativ. Bis bald. Tschüss.